Wir würden gerne wissen, wie viel Ihr Outfit wert ist. 15.000 Euro. So glaube ich nicht. Aber die habe ich im Angebot gekauft für 10 Euro. Ja, also wirklich cheap money. Haben Sie Lust? Sehr gut. Also bitte aufstehen. Ihr seid nicht unbedingt so gut, ganz fresh. Aber es war übrigens nur Spaß mit dem freshen Outfit, ne? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal und herzlich willkommen zu Wie viel ist dein Outfit wert? Das kennen vielleicht manche von euch schon aus anderen YouTube-Videos, deswegen geben wir ja schon mal Credits an alle, die das schon mal gemacht haben. Ist also jetzt ehrlicherweise nicht komplett unsere Idee. Aber wir werden das heute mit der Crew einmal machen und deswegen werde ich mich jetzt einfach mal auf die Suche machen nach Leuten, die ich mal fragen kann, was eigentlich deren Outfit so gekostet hat. Wir gucken jetzt einfach mal, wen wir hier so finden. Hallo! Entschuldigen Sie? Ja? Haben Sie kurz eine Minute Zeit für ein YouTube-Video? Worum geht's denn? Also wir machen ein Wie viel ist ein Outfit wert Video. Das heißt, wir fragen die Leute auf der Straße, wie viel ihr Outfit wert ist. Hört sich doch gut an, bin ich dabei. Perfekt! Okay, junger Mann. Also, uns ist aufgefallen, Sie haben ein freshes Outfit am Start. Ich pack mal eben meinen Paw Patrol. Packen Sie mal die Paw Patrol. Seifenblasen weg. Ja. Wir würden gerne wissen, wie viel Ihr Outfit wert ist. Ach, mal los, wie beginnen wir da? Also wir fangen an oben. Wie viel kostet die Sonnenbrille? Um ehrlich zu sein, die Sonnenbrille ist tatsächlich nichts Hochwertiges. Ist aus Amazon, gab es so ein 5er-Pack, 15 Euro. Sagen wir also 3 Euro für Sonnenbrille. Ja gut, 3 Euro. Okay, nicht so teuer. Dann machen wir weiter. Da ist ein fetter Klunker an ihrem oh, Finger. Ja. Der war doch bestimmt teuer, oder? Der war tatsächlich teuer, so, ich glaube, 2 Euro. Ja. Puh, ja, 2 Euro ist natürlich schon ein Ding. Hier ist schon mal ein ganz schöner Geiz. Halt gerade vor der Kamera unterwegs. Nein, weiß nicht, so. Oder wird das Outfit noch teurer? Warten wir mal. Ich hab noch ein kleines Schmuckstück, okay. Aber darüber gehen wir gleich. Okay, wir sind jetzt also bei Euro. Ja. Okay. Zum Hemd kommen wir. Das Hemd habe ich, glaube ich, aus H&M. Das kostet, lassen Sie mich nicht lügen, 20 Euro. 20 Euro, okay. Dann habe ich noch die Hose. Die Hose ist aus Asus. Wir machen mit der Hose gleich weiter. Wir sehen ja hier unten, Sie haben darunter noch ein T-Shirt. Dürfen wir das einmal sehen? Wenn Sie jetzt mein T-Shirt sehen, dann sehen Sie aber auch das Prachtstück. Okay, wir haben hier eine Bosskette. Mhm, und die hat's in sich. Und wie viel hat die gekostet? 2,50 Euro? Nee, wollen Sie das wirklich wissen? Das will ich gerne wissen. 15.000 Euro. Das glaube ich nicht. Doch, sehen Sie Diamanten nicht? Ist echtes das Gold. Das glaube ich nicht. Echtes Gold. Können wir da einmal bitte die Quittung sehen? Nein, okay, alles gut. Die Kette kostet aus Amazon. Boah, lassen Sie mich nicht lügen. 1,50. Ja. Okay. Obwohl, nee, sagen wir 5 Euro. Okay. Ja. 5 Euro, das heißt, also wir haben bisher die Sonnenbrille für wie viel nochmal? 3 Euro. Also 8 Euro, 2 Euro. 10 Euro, Hemd 20 Euro. Genau. Und das T-Shirt, dann haben wir bei. Das T-Shirt kostet 15 Euro. Okay, dann sind wir jetzt, glaube ich, bei 45 Euro. Dann machen wir mal weiter mit der. Also bisher ja ein sehr preiswertes Outfit. Ja, ich habe auch einen relativ adeligen Titel. Und zwar nennt man mich ab und zu in meinen bestimmten Kreisen nennt man mich den Scammer. Das habe ich auch schon gehört, deswegen hatte ich hier gerade auch schon so ein bisschen Abstand. Ja, genau. Wobei ich habe hier gerade nichts Wertvolles, was Sie mir klauen können. Ja, so sehen Sie auch aus. Aber ich glaube, Sie sind, gerade wenn ich mir den Klunker ansehe, sind Sie vor allem auch ein Bielefelder Royal, kann das sein? Nee, das unterstelle ich mir, aber egal. Okay, aber machen wir weiter mit der Hose. Okay, jetzt können wir auch Ihr komplettes Outfit nochmal sehen. Dann geht es jetzt weiter mit der Hose. Wovon ist sie und wie teuer war die? Die Hose ist von Asus. Kostet 30 Euro. Okay. 30 Euro, ja. Dann sind wir jetzt bei 75, wenn ich richtig gerechnet habe. Könnte gut sein. Schuhe? Ich habe aber noch einen Gürtel tatsächlich. Ach, einen Gürtel, ja. Okay. Ja, der Gürtel. Okay, und wie teuer war der? Ich glaube 8 Euro. Ja. 83 Euro? Von C&A. Genau. Okay. Und die Schuhe kosten, keine Ahnung, lassen wir die 90 Euro. Okay. Ja. Dann sind wir jetzt. Ich habe aber noch Socken. Ja, okay, dann kommen Socken auch noch dazu. Das sind coole Glumanda-Socken. Cool ist natürlich Ansichtssache, coole aber. Glumanda-Socken. Wie teuer waren die Glumanda-Socken und wovon sind sie? Von H&M, 3 Euro. Also, ich habe jetzt nicht mitgerechnet, aber sagen wir mal so knapp 100. Wir werden das vielleicht hier noch einblenden. Aber 170 Euro war das insgesamt das Outfit. Ungefähr. Ich würde ja sagen, cooles Outfit, aber das wäre gelogen. Deswegen würde ich sagen, gehe ich mal weiter. Wie sehen Sie denn überhaupt aus? Ach komm. Ich bin hier nur der Moderator. So, wir sind jetzt hier im Keller angekommen. Und da haben wir hoffentlich ein paar neue Passanten, die ihr Outfit zeigen wollen. Ja. Entschuldigen Sie, wir drehen gerade ein YouTube-Video. Haben Sie kurz Zeit für einen Auftritt? Ja, ich mache davon mit. Also, wir fragen nämlich die Leute, wie teuer ihr Outfit ist. Mhm. Wir gehen mal hier kurz vor die Wand. Das bedeutet, wir fangen mal an, also erstmal freshes Outfit natürlich. Danke. Wir fangen mal an mit dem Pullover. Wie teuer war der? Ich glaube 19,95 Euro H&M. Okay, dann haben wir hier ein Star Wars T-Shirt. Ja, genau, das ist auch von H&M.
Und ich glaube 9,95 €. Einfach komplettes Outfit bei H&M eingedeckt? Nee, die Hose nicht. Okay, also wir sind jetzt bisher bei 30 Euro. Ich sag schon mal, der Kandidat, der vor Ihnen dran war, der hat schon die Messlatte ziemlich hochgesetzt. Was okay. Geld, also was Outfit angeht. Aber okay, wir machen mal weiter. Ja. Wovon war die Hose und wie teuer war die? Genau, die habe ich ziemlich neu sogar. Die ist von Cheap Monday, aber die habe ich im Angebot gekauft für 10 Euro. Ja, also wirklich Cheap Monday. Nee, am Samstag habe ich die gekauft. Cheap Saturday. Freunde, mit welchen zwei Hirn drehe ich gerade? Die sind also bei 40 Euro, ne? Ja. Gürtel okay. Trage ich nicht. Gürtel ist natürlich immer die Geheimwaffe, wenn man noch genau. Den Preis ein bisschen nach oben tragen will. Teure Gürtel zu tragen, ne? Ja. Meine Socken, das war so ein 5er-Pack. Auch von H&M. Ich glaube, 5 Stück zusammen auch 10 Euro ungefähr. Okay, also, dann sind wir jetzt bei... Ich sage so 2 Euro pro Socken. Okay, dann sind wir jetzt bei 42 Euro. Und die Schuhe? Cheap Money. Nein, nicht Cheap Money, sondern das sind Nike-Schuhe. Aber ihr seht schon raus, ich kaufe gerne Schnäppchen. Die sind aus dem Outlet und die haben nur 30 Euro gekostet. Okay, das ist wirklich ein sehr preiswertes Outfit. Insgesamt sind wir dann bei 72, glaube ich. Ja. Also Fazit, Kathi ist auf jeden Fall eine sehr... sehr aktive Schnäppchenjägerin. Ja, genau, so könnte man das sagen. Okay, da muss ich dir schon mal sagen, da bist du ziemlich deutlich unter dem bisherigen Durchschnitt am Outfit-Wert. Aber okay, wir haben ja noch ein paar Kandidaten vor uns, deswegen danke schon mal für deinen Auftritt. Ich habe gern mitgemacht. Und wir gehen mal weiter. So, wir sind jetzt hier oben angekommen und da haben wir gehört, ist noch eine weitere Passantin, die natürlich auch ihr Outfit präsentieren will. Ja. Und da gehen wir einfach mal rein. Entschuldigen Sie, wir sind auf der Suche nach Leuten, die bei unserem YouTube-Video mitmachen wollen. Und da sind wir zufällig hier gerade vorbeigekommen. Und in dem YouTube-Video sind wir auf der Suche nach Leuten, die ihr Outfit präsentieren wollen und erzählen wollen, wie teuer das Outfit war. Haben Sie Lust? Sehr gut. Also einmal bitte aufstehen. Einmal bitte aufstehen. Oh also, wir fangen mal oben an. Freshes Outfit natürlich mal wieder. Dankeschön, danke, danke. Wie auch immer Sie sind. Ich bin hier der Interviewer. Der Interviewer, okay. Haben Sie auch einen Namen? Nee, habe ich nicht. Das ist einfach nur der Interviewer, ja. Okay, alles klar. Und wir fangen mal an mit dem Outfit, mit der Jacke. Mit der Jacke. Die Jacke ist von, soll ich auch sagen, von wo das genau, ist? Genau, am besten sagen von wo und wie teuer das war. Es ist von Bershka und ich glaube, das war ungefähr so 30 Euro. Genau. Das ist schon mal ein teuer Einstieg. Also ich sag schon Nein. mal, die Kandidatin, die wir gerade interviewt haben, das war eine wahre, positiv gesagt, Sparfüchsin. Oh. Ich könnte aber auch sagen, eine Geizhälse. So kann man sich überlegen, was das dann war. Machen wir mal weiter. Ja. Dann weiter, dann okay, dann kann ich auf jeden Fall mal sagen. So, ich habe, mein Jumpsuit ist von Side. Und es hat auch, glaube ich, 30 Euro gekostet. Okay, oder? Sind wir bei 60 Euro insgesamt? Wir sind bei 60 Euro insgesamt. Meine Schuhe sind, glaube ich, von Puma. Bin mir nicht sicher. Waren so, wir sind schon relativ alt. Ich glaube, wir waren so 80 Euro oder okay, so. 140 insgesamt. Genau. Das hier, ich habe so ein Shirt mit Gute Tama, war von einem Set, von so einem Pyjama-Set mit so männlichen Unterhosen. Okay, danke für die Info. Nee, das hab ich mit meinem Freund halt quasi so dieses Ding gescampt und ich glaube, das war alles zusammen. Dann ja 0 Euro. Ja, nee, das waren 17 Euro, aber halt, ich wollte zur Hälfte geteilt. Dann ja, okay, dann sind wir bei 148. Okay, was soll, also Socken. Socken auch wichtig? Ich würde aber schätzen 10 Euro oder so. Ich habe keine Ahnung, wovon wo die sind, aber so. Okay. Ich glaube schon. Oder okay, 5. Sagen wir mal 5. Boah, der Kameramann ist die ganze Zeit am Nicken und ich denke mir, soll ich mal so halb sagen, ich mal speichern oder so. Aber da hat sie noch Schmuck, sehe ich gerade. Ja, wollen Sie den Schmuck auch noch auf die Waage legen und den Preis nennen? Ja, ich glaube, das hier, das habe ich. Also ich sag schon mal vorneweg, der bisherige Höchstpreis, es geht ja jetzt nicht darum, die teuersten Klamotten zu haben, aber wir sagen natürlich schon am Ende, dass eine Person das teuerste Outfit hat und sie sind nicht mehr weit entfernt vom teuersten Outfit. Bin ich weit entfernt? Das war, glaube ich, tatsächlich war es relativ teuer. Ich glaube, das war so 15 Euro oder so. Okay. Das Ding war 15 Euro und das Ding, ich kann mir schätzen, ich glaube 5 oder so. Das war relativ billig. Okay, also insgesamt 20. Ja. Genau. Dann sind wir bei, wenn ich es richtig gerechnet habe, bei 168. Wir werden aber die Rechnung hier auch nochmal im Video einblenden, dann sehen wir es dann nochmal ganz genau. Ich warte bis jetzt das teuerste. Das hatte der Kameramann. Der Claudio. Das? Die Schuhe wahrscheinlich. Boah, warum habe ich heute meine Doc Martens sich angezogen? Also an deiner Stelle würde ich jetzt ganz schnell einfach noch irgendwie so die Kopfhörer in die Hand nehmen und sagen, ja, das gehört auch zu meinem Style ja, heute genau, dazu. Ja, genau, das gehört auch Kopfhörer dazu. Kopfhörer haben wie viel gekostet? Das waren 170 Euro. Ja, genau. Dann haben wir hier natürlich eindeutig das teuerste Outfit. Okay. Ja, aber sehr freshes Outfit natürlich. Dankeschön, dankeschön. Ihr seid nicht unbedingt so ganz fresh. Tschüss. Aber es war übrigens nur Spaß mit dem freshen Outfit, ne? Also richtig hässliches Outfit. Die Hose, die ist auch viel zu lang übrigens. Ja. Es ist auch in Ordnung. Gott, ihr könnt wieder raus. Deine Haare sind auch nicht schön. Was soll das? Warum frontet ihr uns jetzt? Ich weiß auch nicht.
Man will nur nett sein. Ehrlich. Ja. Wir müssen doch dich abchecken. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine gute Idee, mich nochmal abzuchecken. Wir brauchen jetzt den Mund für die Kamera. Ja, stimmt. Okay, dann lass doch mal wieder reingehen. Katja, das war alles nicht so gemein. Das ist echt cool. Kannst du mal bitte die Kamera machen? Oh, jetzt ist ja wirklich. Wir brauchen natürlich jetzt nochmal jemanden, der das fresheste Outfit zum Ende filmt. Was ist denn das fresheste? Was soll denn das fresheste? Das filmst du gerade. Ich hab das Mikrofon. So, hey, hier ist dein Interview. Und wir haben hier einen Stargast. Wir haben einen Star-Auftritt. Und zwar der Interview wird es selbst nach seinem Auto gefahren. Hang dir mal oben, Mann. Was ist das für ein Ort? Ja, okay, ich sag schon mal vorneweg, ich werde heute den Highscore, glaube ich, nicht knacken. Das Outfit, das Oberteil, 17 Euro bei ASOS. Sieht aber richtig gut aus. Die kannst du gerne passen, oder? Danke, könnt ihr mich bitte nicht anfassen? Ja. Hast du was da drunter an? Nee, da drunter habe ich nichts an. Das ist natürlich der erste Fehler, kein T-Shirt da drunter zu haben, was nochmal teuer war. Da kommt auch direkt Hose, Bershka, glaube 30 Euro. Haben Sie einen Gürtel an? Gürtel habe ich an, der war aber günstig. Ich glaube, der war 12 Euro. Meine waren 8 Euro. Ja, das war nicht schwer. Kommen wir zu den Socken? Socken, die waren günstig. Ich glaube, umgerechnet. Kann sie auch Socken? Ich kann keine Socken, 0 Euro. Nein, warte, ich zeig's dir mal. Ganz flache. Ganz flache Socken. Ich glaube, pro Stück 2 Euro. Ja. Und Schuhe, die waren tatsächlich Secondhand. Deswegen auch nicht so teuer. Ich glaube 50 oder 40. Also sagen wir mal 50. Also muss ich sagen, Sie und Kathi haben sich den Platz streitig gemacht. Nee, das lasse ich mir jetzt aber nicht sagen. Kathi, die war da doch ein deutliches Stück geiziger als ich. Ja gut, 50. Ich habe nicht bei Cheap Monday gekauft, wenn das mal klar ist. Knapp 108 Euro oder 100 Euro. Ja, könnte passen. 100 ich glaube, da bin ich im Mittelfeld. Bist du im Mittelfeld? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, sieht gut aus. Also ist gut kombiniert, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Danke. Also hat was. Okay, aber wir haben glaube ich trotzdem jemanden, der heute ganz das teuerste Outfit hatte, nämlich... Ja, mit den Kopfhörern natürlich Katja. Ja. Deswegen der Preis geht an Katja. Aber Leute, eine Sache ist natürlich auch ganz klar. Danke. Was ist bei dir teuer? Die Schuhe wahrscheinlich, 90 Euro. Ja, du, ich habe auch 80 Euro Schuhe. Ja, das hat 30 gekostet. Man muss auch sagen, das ist kein T-Shirt, sondern das ist ein Pullover eher. Hat 15 gekostet. Die Hose hat 30 gekostet. Das sind aber so 10 Schichten übereinander. Deswegen dann die Glumanda-Socken darf man nicht vergessen natürlich. Ne? Aber Leute, eine Sache ist natürlich ganz klar. Es geht am Ende natürlich nicht darum, wer das teuerste Outfit hat oder wer viel für Klamotten ausgibt oder wer Markenklamotten hat. Weil es hier nur ein bisschen Spaß, um zu gucken, welches Outfit wie teuer war. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Outfit ihr am coolsten fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, Hagi Wagi! Hey, Hagi Wagi! Wie teuer ist dein Outfit? Hagi Wagi! Okay. Nee, das wird mir jetzt cringe. Also, das ist wirklich. Woher kam das denn jetzt auf einmal? Damit möchte ich auch nicht auf einem Video drauf sein.